Und SingStar, das ist so eine Sache. Vor allen Dingen in der Wohnung. Wenn du mit den richtigen Leuten spielst, dann wird das gerne mal eklig. Und die Nachbarin von denen, die war so ein bisschen... Also ich glaube, jetzt fängt gerade ein neuer Part an. Oder gerade eben oder wie auch immer. Also ich muss es eben erklären, die Nachbarin von denen, wir haben SingStar gespielt und die ist ein bisschen empfindlich. Und es war gerade schon 21:45 auf dem Samstag. Und ich finde, da kann man auch schon mal sagen, Leute, jetzt müsst ihr alle mal die Fresse halten. Finde ich nicht. Also das ist ein anderes Thema. Also wenn ich keine Kinder habe, die schlafen müssen oder ich nicht gerade krank bin oder am nächsten Tag eine Klausur schreiben muss, dann ist mir die nachbarschaftliche Lautstärke auch um 4 Uhr morgens scheißegal. Aber gut, es gibt Leute, die haben einen leichteren Schlaf. Ich penne trotzdem. Solange das eine gleichbleibende Lautstärke ist. Also wenn jetzt immer mal wieder jemand ein Nebelhorn anmacht, ne, dann... Oder wirklich dann mit mir redet und dann versucht eine Antwort zu erhaschen, dann kann ich auch nicht schlafen, aber... immer so monoton, wenn da Musik läuft und so weiter, das habe ich nichts gegen, das kann ja jeder machen. Das werde ich meinen Kindern auch beibringen, dass sie das auch abkönnen. Wenn nötig, dann selber. Einfach so eine ganze Nacht durch ihr AC/DC laufen lassen. Dann haben wir wirklich so eine gute Erziehung. Ich kann hier noch nicht mal trinken, weil ich die ganze Zeit meinen Finger auf den Vorspulknopf halten soll. Ich habe immer noch nicht die Animationen ausgemacht. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ich mache hier jetzt nur noch 3 Level Magma und dann war's das. Obwohl ich das Gefühl habe, dass Magma sehr viel mehr Erfahrungspunkte braucht als alle anderen in unserem Team. Oh, nee, doch nicht. Der Biber gibt nur so wenig. Animation aus! Ist die jetzt tatsächlich aus oder hätte ich da auf A drücken müssen? Und dann gleich gegen ein Pokémon, das mich theoretisch umbringen kann. Nee, die sind nicht aus. Das ist eine verdammt dreiste Lüge. Aus! Okay! Dann drücke ich halt auf OK. Nur, dass du glücklicher bist, so scheiß Spiel. Mach ich das eben. Siehst du, so ist es schneller. Vene, was dauert das so lange? Und dann will ich den Schlüssel nicht rausrücken. Den Schlüssel, Mann! Nein, wir haben dann. Also, Leute, ihr hättet das mal sehen und hören sollen. So schön. Das sind so Lieder, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich kann die alle mitsingen. Das sind so Lieder, die... Es gibt so viele Lieder. Ich war jetzt neulich auch mit der Katze nochmal feiern. Und dann gibt es so Lieder, die kannst du auswendig, aber du hast keine Ahnung erstens von wem das ist. Zum Beispiel von den Fratellis kenne ich fast alles auswendig. Und ich wusste erst bis vor 2 Monaten überhaupt nicht, dass es die überhaupt gibt. Ja, das ist einfach nur so diese Musik, die immer in deinem Laden gespielt wird. Und ihr müsst euch mal in meine Zeit zurückversetzen, so 2000... Was war das? 2005, 2006? Da gab's nicht sowas wie Shazam oder so. Nee, das gab's nicht. Ja, lass es mal 2006 gewesen sein. Oh, das ist schon fast 10 Jahre her. Ich brech ins Essen. So, Moten. Was? Menge hängt vom Wetter ab. Das ist ja cool. Ah, und wenn ich Mag Brand habe, wird er wahrscheinlich ein richtiger Tank, ne? Aber ich habe Angst, mir den Spaß von Metronom entgehen zu lassen. Deswegen mache ich es einfach mal nicht. Tut mir leid, einige von euch werden wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Womöglich auch gerechtfertigterweise. Aber ich mache das nicht. Ich will lieber ein bisschen Chaos in meinem Leben haben. Ist viel besser. Okay, apropos Chaos. Wir müssen jetzt wieder schön ins Pokécenter dackeln. Und dann sind wir fast mit Magma auf Level 30. Und dann können wir hier weitermachen. Gehen wir nochmal schön shoppen und gucken, ob es da irgendwo eine TM für unsere Knastseife gibt. Und dann spielen wir 2 Parts und dann sterben wieder alle und dann müssen wir alles wieder normal machen. Was haltet ihr von Off-Cam-Leveln? Ehrlich jetzt? Nee, ehrlich. Frage. Das habe ich ja sonst gemacht und keiner hat sich beschwert. Ich habe immer nur Angst, dass sich jemand beschwert, aber es beschweren sich einfach nur Leute, wenn... alles wie immer beschworen. Beschwert. Beschworen. Oh mein Gott. Das ist auch so eine Sache. Zombie beschwert. Oder was steht da bei Plants vs. Zombies Garden Warfare immer? Oh Gott, da krieg ich immer OCD. Das geht nicht. Junge, das geht nicht. nee, wir haben dann richtig Gas gegeben mit SingStar und allem drum und dran. Und dann alles gemacht. Wir haben Bohemian Rhapsody lief. Und ganz viele andere Lieder, von denen ich tatsächlich nicht weiß, wie sie heißen oder wie sie jetzt immer noch gehen. Aber wenn ich den Anfang höre, dann weiß ich's.
Oder hier Queen, another one bites the dust, auch muss. Hier, was hatten wir noch? Wir hatten von König der Löwen das Intro, aber nur den Background-Gesang. Das war so ein bisschen doof. Da waren jetzt nicht dieses Na, doch das Nanzigan, ja, Baba Ichi, Baba. Und dann von wegen, von Geburt an siehst du das Erlebnis, wenn wir uns zur Sonne drehen. Das war es nicht, sondern es war eigentlich nur innerhalb dieser Datei dieses. Die ganze Zeit. 2 Minuten lang. Und nichts anderes. Und dann hat Rafiki noch Simba angemalt mit Zen. Und dann, dann war das Lied vorbei. Was, dachten wir? Jetzt wollen wir aber nochmal das Richtige. Nein, das gab's nicht. Und dann natürlich hier DuckTales Intro, Darkwing Duck Intro, alle Intros, die es so gegeben hat. Das ist noch das Beste. Es gibt ja nicht nur SingStar, sondern auch dieses Ultrastar, was du dann selber dann modifizieren kannst. Und dafür ist es dann ja natürlich super, dann so Sachen zu nehmen, die auch jeder kennt. Anstatt, ich war nochmal auf einer anderen Party und da hat derjenige, der das Ultrastar gemacht hat, immer nur so japanische Anime-Intros drin gehabt. Die kennt kein Mensch. Weißt du, von so einem Anime, der 3 Folgen hat und den du... Den kennt kein Mensch. Den kein Mensch kennt. Wirklich, es gibt so Animes, die kennt kein Mensch. Wenn es jetzt One Piece oder Naruto gewesen wäre, dann kann man vielleicht noch mitmachen. Aber selbst wenn es japanisch ist, dann auch nicht. Fighting Dreamers und so weiter kann ich nicht mehr. Keine Ahnung. Geht nicht, muss man auch nicht können. Finde, das gehört nicht zur Allgemeinbildung. Da mögen andere von euch das wahrscheinlich wieder anders sehen. Vor allen Dingen Fighting Dreamers, das ist schon so ein Ding. Das, heißt das so? Ihr wisst genau, welches ich meine. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie so. Und dann im Zuge der Openings Dragon Ball. Du wirst unbesiegbar sein. Dieses Lied wurde für Karaoke geschrieben. Das ist für mich der Inbegriff des Karaoke. Das ist auch der Inbegriff meiner Jugend. Dragon Ball, du wirst unbesiegbar sein. Leute, ich war ein Dragon Ball-Kind. Ich bin's heute noch. Und wenn es nicht so verdammt schwer wäre, würde ich auch hier Super Sonic Warriors X irgendwas da let's playen. Aber ich kann ja nicht, ich bin da zu schlecht für. Vielleicht muss ich da einfach mal trainieren, dann kann ich das irgendwann mal machen. Leute, du wirst unbesiegbar sein. Okay, warte mal, ich möchte euch jetzt so 2 Sekunden geben. Das machen wir, warte mal. Kann ich hier irgendwie die Musik ausmachen, dass ihr euch einfach mal hineinversetzt? Warte mal, du wirst unbesiegbar sein. Und jetzt ihr! Ich krieg da harte Gänsehaut, das glaubt ihr gar nicht. Oh mein Gott. Ja, jetzt machst du die Musik aus? Ja, ja, ist gut. Leute, das geht einfach. Wir waren eine Masse, alle 4. Alle so. Oh, so geil. Und auf einmal klopft diese alte Schabracke von oben und sagt, wir sollen die Schnauze halten. Ich finde, es ist eine Straftat, die mit dem Tode bestraft werden muss. Das ist auch kein, also jetzt auch nicht so ein lustiger Tod. Ich finde, Tod durch Häuten und auf einen Ameisenhaufen werfen ist so meine Strafe für das. Also das kann man auch gerne, nee. Jetzt kriege ich kein Pardon. Ich meine, ich bin ja ein liberaler Mensch.
Ich mag ja, das habe ich immer dargelegt, vor 4 Parts und so weiter, dass ich eigentlich jeden Menschen mag und ich auch jeden willkommen heißen möchte in meinem Komfortbereich. Ja, möchte ich. Ich komme auch mit sehr vielen Leuten gut aus. Es sei denn, sie bauen Scheiße. Und ich habe gedacht, Tante, du wirst unbesiegbar sein. Da klopft man, weil es lauter sein muss. Da klopft man, weil man noch mehr Soul reinpacken muss. Da klopft man nicht, weil man leise sein muss. Und dass der eine Kumpel dann auch die Musik ausgemacht hat. Oh mein Gott, ich hätte zumindest das Lied noch laufen lassen. Die 3 Minuten. Kannst du auch mal still sein, indem ich hier verbracke da oben. Also das gibt es nicht. Da sagt man nicht nein. Das muss man von vorne bis hin laufen lassen. Also tot durchhäuten und auf den Ameisenhaufen werfen. Ich meine, wenn mein Nachbar mich sehen würde, dass da 4 Leute sind, wenn ich das hören würde durch die Wand, wenn ich hören würde, dass da 4 Leute "Du wirst unbesiegbar sein" singen, ne? Wisst ihr, was ich dann machen würde? Dann würde ich sofort an eine Tankstelle fahren, ich würde Bier kaufen, ich würde klingeln und sagen, Leute, ich bin dabei. Geht los, mach nochmal an. Schala, he, schala. War nicht so gut, aber "Du wirst unbesiegbar sein". Das muss. Und was macht die Tante? Die macht da einfach nur so eine Scheiße. Die kommen auf diesem Planeten nicht klar, ey. Wie kann man denn da... Nein. So, den Rest des Parts werde ich jetzt einfach nur heulen. Deine Zeit wird kommen. Rasivi. So, jetzt raus hier. Jetzt haben wir alles gelevelt. Jetzt sind wir vorbei. Jetzt, wir sind vorbei. Ja, ist das etwas, was man sagen kann? Ich bin vorbei. Kann vielleicht Alf sagen. Ich bin vorbei. Also er ist abgesetzt. Ja. Geil, Alf! Leute, ernsthaft, das macht man nicht. Man kann doch nicht einfach... Viertel nach 10 Nachmittags... Das ist für mich nachmittags. Auf Samstag ist 10:15 für mich nachmittags. Oh, die alte Muff. Das macht man nicht. Das geht nicht. Hashtag Frechheit. Leute, ich möchte eure ehrliche Meinung hören. Und wenn jetzt irgendeiner von euch sagt, ja, vielleicht wollt ihr schlafen und so weiter, ich hab da Verständnis für... Nein, ich hab dafür kein Verständnis. Null. Ich hab dafür echt kein Verständnis. Für 10:15... Die... Ja, gut. Aber das wäre wahrscheinlich jetzt auch, wenn... Keine Ahnung, wenn die... Nee, das kann man gar nicht vergleichen. Was die wahrscheinlich früher für Sachen hatte, die sie gut fanden. Intro von den Moomins abgedanced oder sowas. Das ist auch geil, würde ich auch mal... kurz davor, hier in Schutz zu ziehen. Weil ich Angst vor ihm hier habe. Oh, das ist echt eine Nummer. Der Typ, der kann's... Der ist hart drauf. Ich hab's jetzt so im Ohr, Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch da weitergemacht haben, als ich das Intro davon einfach weggeschnitten habe und dann macht ihr weiter. Das geht nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Und jetzt müsst ihr euch das alle nochmal anhören wegen mir. Wenn jetzt einer von euch sagt, ich kann damit nichts anfangen, Leute, ist ehrlich. Das ist ein Lied. Das ist... Ich glaube, es gibt kein Intro, was so geil ist. Also gut, ja, aber nicht so geil. Wo du nicht siehst, ah, das muss ich singen. Das müssen wir alle machen. Wir sind abgegangen, das glaubt ihr gar nicht. Vor allen Dingen ist es so eine Sache, wenn ihr so alt seid wie ich und ungefähr auch so ein bisschen auf Anime abgefahren seid, dann müsst ihr dieses Intro können. Das geht nicht anders. Da war ich, wie alt war ich da? 12, 13 oder was? Als das damals abends um 19 Uhr ausgestrahlt wurde. Und das war sogar noch das zweite Intro. Das erste war ja hier Schala, he, Schala. Das war nicht so gut. Wieso renne ich eigentlich in jedes verschissene Pokémon-Center rein, das ich finde? Ich muss da doch gar nicht hin. Ich muss ja weiterfahren. Muss das Rall nämlich nehmen oder das Rall nämlich mit Topschutz kaufen? Topgeck! Moin! Ich hätte gerne. Das. 5-mal. Danke. Schutze?
Schutzschild sofort aktivieren. Ich verstaue auch gleich mal meine Schutze. Aber das ist nicht jugendfrei. Wenn ich meine Schutze verstaue, dann ist sie aber richtig verdammt dampfend, das sage ich euch. Na, ich bin ja erst hier. Ist ja jetzt echt ein... Ist ja ein Wochenmarsch hier. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor den Leuten, die hier noch so sind. Und vor allen Dingen vor den wilden Pokémon. Sind ja jetzt hier alle wieder auf Level 22, Leute. Ich will zumindest unbeschadet zum nächsten Arena-Leiter kommen. Ich weiß nicht, ob ich das da überlebe, aber wenn nicht, dann nicht. Wo ist denn meine Schutze? Schutze. Ein Schutz, zwei Schutze. Ja, ist regelmäßig ist gut, würde ich auch so machen, aber trotzdem klingt das komisch. Scheiße. Ein Scheiß, zwei Scheiße. Nein, Scheiße ist, und ich habe dafür schon mal eine linguistische Analyse gegeben, ein Stoffsubstantiv, so wie Reis oder Wasser. Damit meine ich aber nicht, wenn ihr in eine Kneipe geht und sagt, ich hätte gerne zwei Wasser. Das ist was anderes. Das ist ja eine semantische Funktion, das eine Anzahl und eine Begrenzung innerhalb eines Glases angibt. Ja, deswegen mag ich das so. Dieser scheiß Schutz, ey. Zwei Meter laufen? Nö! Stell dir vor, du musst Deo so oft machen. Dann würde ich ja verrückt werden. Ja, und dann... Eine Geschichte gibt es über den Abend noch. Die erzähle ich dann aber beim nächsten Mal. Weil jetzt muss ich unbedingt speichern. Nee, ich muss nicht speichern, ich muss ausmachen und schlafen, wollte ich sagen. Ja, ausmachen und schlafen, das ist eine Idee. Was haltet ihr denn davon, ausmachen und schlafen? Ja. Leute. Bitte. Wenn ihr das... Wenn ihr jemals hört, dass irgendjemand "Du wirst unbesiegbar sein" als Karaoke-Version singt, seid nicht das Arschloch. Bitte. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Ich finde, das macht man echt nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß ich hatte. Ich war seit langem wieder so richtig... Ah! Kennt ihr das Gefühl, wenn einfach so alle Energie der Welt in eurem Körper, so wie Son Goku bei Genki Dama. Oh mein Gott, ich glaube, Dragon Ball ist das für mich, was Star Wars für Ted Mosby ist.